Ja, liebe Rasenfreaks, das war's für heute. Wir haben jetzt hier einen Stopp, einen Bastelstopp, weil ich muss anscheinend hier diesen Bolzen rausschrauben und dazu ist hier vorne ein Vielzahn drauf. Das muss ich erstmal nachlesen. Da weiß ich jetzt nicht, wie es weitergeht. Soweit also für heute. Ich hatte nämlich die Krise, weil ich dachte, dass hier... Das ist natürlich immer der falsche. Weil ich dafür einen Vielzahn brauche. Aber interessanterweise passt hier genau, relativ genau, doch ziemlich genau, passt hier einfach ein 10er Ratschenschlüssel drauf mit diesem Vielzahn. Total cool. Und dann kann man da mal raufdrehen. Die lässt sich auch erstaunlich leicht rausschrauben. Das finde ich echt cool. Da ist eine Teflonbuchse drin. Und die hat jemand gefettet. So, jetzt ist das locker. Und jetzt müsste rein theoretisch das ganze Ding rausgehen. Jetzt vorsichtig mit dem Hammer. Habe ich gedacht. Jetzt haben wir leicht. Viel kommt aber nicht, ne? Lass mal. Der ist schon stumpf hier oben, ne? Was ist der? Der ist schon breit. Ja. Da würde ich nicht mehr draufhauen. Er nützt ja nichts. Okay, das machen wir mal lieber. Das finde ich total bescheuert. Oh. Das kann doch nicht sein, ey. Ja, lieber Rasenfreaks. Au. Schatz. Ah, diese Kacke, ey. Ich hole jetzt sofort die Flex. Oh. Ja, lieber Rasenfreaks. Was ihr hier seht, ist schlimm. Da habe ich wie ein Blöder raufgehauen, um dieses Gehäuse vom Lager runter zu hauen. Und dabei habe ich jetzt diesen ganzen Zapfen zertrümmert. Ich heiße, ich muss diese ganze Schraube neu kaufen. Vielleicht ist sie auch in der Spindel einer neuen mit dran. Und es ging nicht runter. Ich gehe mal davon aus, das Lager ist von außen, also jetzt innen hier, so verpegt, dass es nicht aus dem Lagersitz rausrutscht. Jetzt habe ich mir extra eine Nuss gekauft. Eine richtige Nuss gekauft für die andere Seite und jetzt will ich nicht das Lager rausschlagen, sondern einfach diese Schraube lösen. Und ihr seht schon, ich habe sie schon gelöst. Das ging jetzt erstaunlicherweise wirklich sehr einfach. Also wieder ein fataler Fehler, den ich hier gemacht habe. Und das ist jetzt praktisch die Klemmschraube, die jetzt in die Spindel reingeschraubt ist. Oh, Menschenskinder. Da sieht man jetzt das Teil sehr schön. Da habe ich völlig veräumelt. Das brauche ich neu. So, und jetzt rutscht hoffentlich die Spindel aus dem Lager raus. Jetzt gucken wir mal. Ein klein bisschen Glück. Jetzt
jetzt schraube ich die wieder rein. Das war übrigens ein Linksgewinde. Jetzt kann ich da natürlich auch besser schlagen. Ja, das war bescheuert. Oh Mann, ich mache echt viele Fehler. So, jetzt kann die Spindel da reinfallen. Das war's schon. So einfach. Habt ihr das gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Hoch damit. Da. Schon durch. Schon raus. Oh. Menschenskinder. Und das ist das, was ich meine. Guckt euch das an. Das Lager ist völlig verpegt hier. Wie soll denn das Lager aus dem Lagersitz rausrutschen, wenn es komplett zugepegt ist? Da wundert mich ja gar nichts mehr. Alles weg hier. Da ist so eine Fließscheibe, die existiert überhaupt nicht mehr. Da kann das Lager natürlich nicht rausrutschen. Das hat keine Chance. Völlig chancenlos. Das muss ich jetzt mal sauber machen. Und dann kann ich das Lager da rausholen. Die ist auch schon ganz schön verschlissen, ey. Boah, ist das schon verschlissen. Weil es soll Spiel haben, aber es ist trotzdem schon mächtig verschlissen. Die Frage ist, ob das noch ein extra Ring ist. Oder es nur abgesetzt ist. Da muss ich mal gucken. Gut, also der Ring muss da auch runter. Richtig eingelaufen hier. Boah, ist das hier eingearbeitet. Was hat sich denn da so wahnsinnig eingearbeitet? Ach, die Feder, ist ja unglaublich, wie die Feder sich da eingearbeitet hat. Das ist ja unglaublich. So, Felix, das werde ich hier mit meinem Dremel diesen Lagersitz vorsichtig ausschleifen. Und dann kann ich hoffentlich das Lager ausschlagen. Ganz leicht, ganz flug. Da komme ich jetzt nicht tiefer rein. Jetzt versuche ich nochmal beim anderen Teil. Gut. So. Genau da, wo natürlich das Lager sitzt. Spannend jetzt. Schöne große Nuss. Mal hoffen, dass das Lager jetzt da rausgeht. Ja, so einfach ist das. So muss es sein. Da ist jetzt noch eine Feder drin. So eine Abstandsfeder. Die sieht noch ganz gut aus. So, jetzt versuche ich hier diesen Ring zu sprengen. Mal gucken hier. So, weiter komme ich nicht runter. Jetzt versuche ich den Ring zu dehnen, indem ich ihn hier mit dem Keil auseinander drücke und dann müsste er nicht abrutschen.
eine Idee. Oh, schon durch. Ha! Geil. Schon ab. Schon durch. Yes! Geile Idee. Oh, Leute! Wahnsinn! Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Wahnsinn, wie das Ding verpegt ist. Das ist doch unglaublich. Unglaublich. Oh. Komplett verschlissen. Warum verschleißt das alles? Echter Hit. Komplett eingearbeitet. Unglaublich. Ich hoffe sehr, dass ich jetzt hier dieses Lager als Standardlager kriege. Dass es jetzt ein Standardlager ist und ich das nicht jetzt bei Toro kaufen muss. Das wird nämlich sonst viel zu teuer. Um jetzt die andere Seite der Spindel noch abzuschrauben, brauche ich hier einen Adapter, eine Aufnahme für die Spindel, damit ich die festhalten kann. Ich will nicht hier zwischen die Messer gehen. Also baue ich mir jetzt hier eine Aufnahme, die hier in diese Löcher, 1, 2, 3, 4, in die vier Löcher rein sticht. Und dann kann ich die hier raufsetzen, dann kann ich oben vernünftig anziehen. Ach ja, und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Tschüss.